Rohlob und Gerst und an alle Porträt- und Lichtsetzungsverrückten ein weiteres offizielles Hashtag Lichtsetzer-Tutorial. Heute geht es um den Tunnel, den Lichttunnel. Viel Spaß! Das heutige Setup, hat man sicherlich schon im Intro gesehen, ist so ein bisschen eine Besonderheit. Und zwar eine Besonderheit im Aufbauen, denn man muss dieses Setup wissen, um es wissentlich aufzubauen. Wir gucken uns einfach mal eine Skizze an. Erstmal setzen wir das Modell und den Fotografen und ziehen einen Strich. Das ist unsere Fotografen- oder unsere Fotoachse. Und jetzt packen wir uns zwei große Softboxen oder zwei große Lichtquellen hin. Das ist völlig egal, ob das ein Schirm ist, eine Softbox, ein Tuch, ein normales Bettlaken oder irgendein Diffusor. Es müssen bloß möglichst große Lichtquellen sein. In unserem heutigen Falle arbeiten wir mit Jinbei 150 cm Softboxen und hinten dran haben wir zwei 200 Watt Bicolor LEDs. Gut, diese beiden Lichtquellen, die werden erstmal so parallel zueinander aufgestellt und dann wie so zwei Türen aufgefächert, so ganz, ganz, ganz leicht. Und das ist besonders wichtig, weil man dadurch ein bisschen diesen Blick oder diesen Platz für den Bildwinkel schafft. Also, ich fotografiere in dem Fall mit dem 85er, das hat so einen Bildwinkel, der geht bis hier. Und den Platz muss ich mir so ein bisschen schaffen und ich muss auch die Lichtquelle so ein bisschen zum Model oder zur Person drehen, damit da überhaupt Licht kommt. Und jetzt aufgepasst, ganz, ganz, ganz wichtig, man darf ruhig ineinander reinleuchten. Das heißt, das ist ein indirektes Feather-Setup. Man streut eigentlich nur mit dem Licht nach hinten und das gibt einen ganz tollen Effekt. Der Hintergrund, in dem Fall grau, der wird so ein bisschen dunkler, aber er bekommt noch so ein bisschen Raumlicht ab. Die Person, die sitzt hier an der Schwelle, also ich kann an die Softboxen gerade hinfassen. Über die Positionierung vor, zurück kann man ein bisschen spielen, ob es etwas seitlicher oder etwas frontaler kommen soll. Aber es ist irgendwie so, es ist sehr undefinierbar. Es ist viel, viel, viel angenehmer, als wenn das Licht einfach von vorne auf einen drauf scheint, weil es von der Schattenbildung und von der Plastizität eine ganz andere Hausnummer ist. Es kostet Licht, weil man eigentlich nur mit so dem Randbereich hier auf die Person leuchtet und das meiste Licht sich hier vorne abspielt. Also wenn ich jetzt hier nach vorne gehen würde, würde ich ziemlich viel Licht abbekommen. Aber ich will gar nicht zwischen diese beiden Lichtquellen. Ich bin hinter den Lichtquellen. Und deswegen sieht man ja auch übrigens in der Lichtquelle, na, da hat ja perfekte Kamera, wo man hier sieht, wie weit ich hier dahinter setze. Das ist die Position, die die Person bekommt. Und dann hat man einfach unfassbar viel Spaß beim Fotografieren, weil das ein super tolles Porträt-Setup ist. Mal wieder noch am Ende mein üblicher Tipp. Lichtquellen, wenn man nicht nachdenken möchte und nicht irgendwas ganz Krasses macht, dann positioniert man am besten so große Lichtquellen ein Drittel unter der Kamera, zwei Drittel über der Kamera. Also in unserem Fall bei einer Octabox, die 1,50 Meter ist, werden 50 cm unterhalb der Lichtquelle, der Kamera und 1 Meter wäre drüber, damit man noch so eine leichte Schattierung hier unter das Kinn bekommt, aber damit auch genügend Licht in die Augen kommt. Und unser heutiges Modell, die jetzt sich gerade umzieht, damit wir auch noch ein bisschen Video machen können, die hat unglaublich krass helle Augen. Und das sieht einfach wahnsinnig Bombe aus dann. Es ist einfach ein super tolles Porträtlicht. Und jetzt habe ich genug geredet. Fotografiert sieht man ja gerade hier bei den Einstellungen beim Atomos, also bei der Nikon. Z5, 85er Wildrox, beziehungsweise ein paar Schüsse sind auch mit dem 85er Nikkor dabei. Mal sehen, ob man es erkennt. Wir machen gerade so ein bisschen Test, Wildrox, Nikkor. Gibt es dann vielleicht, je nachdem wann dieses Video erscheint, auch schon bei YouTube. Wenn, dann verlinken wir es unter dem Video. Ansonsten muss man vielleicht oben mal suchen. Aber ja, es war einfach es hat richtig Spaß gemacht. Das ist so ein richtig schönes, besonderes Porträt-Setup. Und ich glaube, man sieht es auch schon hier so ein bisschen. Das wirkt schon cool. So. Und jetzt warte ich, dass das Modell wiederkommt. Und vielleicht in der Zwischenzeit, Store gibt es ja nicht mehr bei uns. Das ist jetzt alles Blog und überhaupt www.grolob-gerst.com. Und da einfach auch mal unten hier auf Shop klicken. Und dann kriegt man hunderte von Videos über Lichtsetzung. Oder wer wirklich viel Zeit hat, Gerstflix. Gerstflixen und chillen.